1,5 bis 2,5 Millimeter groß ist der Gletscherfloh, der sich hüpfend auf den Gletschern und Schneeflächen der Ötztaler Alpen fortbewegt und Namenspatron für den Gletscherflohmarsch im hinteren Ötztal ist. Bereits zum 50. Mal ging dieses Jahr der hochalpine Wandermarsch von Obergurgl zum Ramolhaus über das Ramoljoch nach Fendt über die Bühne. Bei der 16 Kilometer langen Wanderung steht neben der sportlichen Herausforderung aber vor allem der landschaftliche Genuss im Vordergrund. Veranstaltet wird der Gletscherflohmarsch seit Beginn an von den Skiclubs Gurgl und Fendt mit Unterstützung der örtlichen Bergführer und Bergrettung, der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Ötztal-Tourismus. Und bei der Jubiläumsausgabe zeigte sich das eingespielte Team der Organisation wieder einmal von seiner besten Seite. Skiclub Gurgl, Skiclub Fendt hat sich vor 50 Jahren zusammengetan. Eigentlich ist das große Ziel gewesen, dass es nicht eigentlich um die Schnelligkeit geht bei dem ganzen Lauf. Es soll wirklich ein kontrollierter Marsch, ein gesicherter Marsch sein. Die Bergführer aus Gurgl, die Bergführer aus Fendt, die haben die ganze Strecke abgesichert. Start ist ja traditionell in Obergurgl, geht jetzt hinauf aufs Ramolhaus, Ramoljoch mit Ziel im Fendt. Und für uns ist das eine voll coole Veranstaltung, auch im Sommer, dass wir im Sommer etwas machen könnten da für das Hinterötztal. Gestartet wurde wieder durchgehend von 6 bis 7.30 Uhr morgens am Dorfplatz von Obergurgl. Der Weg hinauf zum Ramolhaus auf über 3000 Meter beträgt ca. 7 Kilometer. Und majestätisch thront die bereits 1881 erbaute Hütte über den Gletschern des hinteren Ötztals. Auch die Murmeltiere staunten nicht schlecht über den jährlichen Besuch der zweibeinigen Gletscherflöhe. Auf dem Ramolhaus gibt es für alle wandernden Gletscherflöhe auch eine kleine Verpflegung, bevor es noch weiter hinaufgeht. Höher geht's nicht mehr. Die Marschroute führt die TeilnehmerInnen nach zwei weiteren Kilometern zum Höhepunkt. Auf das 3200 Meter hochgelegene Ramoljoch. Langsam geht es schnellen Schrittes wieder Richtung Tal. Die dritte Kontrollstation Langeben liegt auf 2583 Meter. Dort sorgt Manuel Kleon vom Skiclub Fendt für das Wohl der teilnehmenden Gletscherflöhe und erklärt, warum dieses sportliche Event auch nach einem halben Jahrhundert noch immer nichts von seiner Faszination verloren hat. Das Tolle am Gletscherflohmarsch ist einfach, dass es eine ganz lange Tradition hat und dass man natürlich in einer unglaublich schönen Bergwelt unterwegs ist, wo man trotz des Gletscherrückgangs immer noch viele Gletscher und viele Gipfel und viele Hütten und schöne grüne Täler sehen kann und einfach durch viele verschiedene Jahreszeiten eigentlich marschiert, wenn man von Gurgl bis Fendt hergeht über das Ramoljoch.
Es gibt vieles, das gleich geblieben ist, und einiges ist in Veränderung begriffen. So spiegeln sich die klimatischen Bedingungen auch in den Bestzeiten der Athleten wider. Also die Fenter Seite da, aber natürlich auch die Gugler Seite von Ramol Haus bis zum Ramol Joch ist natürlich viel mehr Schnee gewesen und war natürlich auch, ist Joch schon leichter zu erreichen, aber vor allem auf der Fenter Seite da ist man natürlich viel weiter auch auf Schnee gewesen und auf Eis gewesen und dadurch natürlich das ganze Pluckgelände und so hat man im Schlenzen überwunden und hat man natürlich einen Haufen Zeit gespart. Das Bergsteigerdorf Fendt ist das Ziel des Gletscherflohmarschs. Die schnellsten Damen und Herren benötigten knapp über 2 Stunden für den Weg von Gurgel übers Ramoljoch nach Fendt. Wer das Ziel Fendt bis 16 Uhr erreichte und alle 3 Kontrollpunkte erfolgreich passierte, erhielt als Andenken das goldene Gletscherflohabzeichen. Die TeilnehmerInnen zeigten sich leicht erschöpft, aber überglücklich über ihre erbrachten Leistungen und begeistert von der Jubiläumsausgabe des legendären Gletscherflohmarschs. Wie zum Beispiel auch Roswitha Achhorner aus Gurgel, die schon beim ersten und jetzt auch beim 50. Gletscherflohmarsch mitgegangen bzw. teilweise auch gerannt ist. Wie wir jetzt zum 50. Gletscherflohmarsch angemeldet haben, dann ist mir eigentlich so im Sinn gekommen, dass ich beim ersten Gletscherflohmarsch, muss 1973 gewesen sein, auch schon mitgegangen bin. Und das war für mich nachher eigentlich ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes Gefühl. Super, traumhaft. Echt. Das Wetter war ein Traum, wie es auf einmal aufgegangen ist. Besser kann man es nicht haben. Temperatur ideal, mehr Kondition war gefragt. Mega top gewesen. Coole schöne Strecke. Gewaltig. Super Veranstaltung. Danke. Nach dem Gletscherflohmarsch ist vor dem Gletscherflohmarsch. Und so freuen sich die Veranstalter und TeilnehmerInnen gleichermaßen auf eine Neuauflage im nächsten Jahr.